Ach, Bubbly. Mach ich so gerne, Maddie. So, schön. Leute, wir haben keinen Plan, wie das hier gehen soll. Na, schmeckt? Du hast mir ja neulich diesen Livestream... Oh, wer ist da drin? Entschuldigung. Bring dich um, wenn du keinen Bock hast. Ja, was habe ich gemacht? Diesen Livestream von diesem komischen Koreaner gezeigt, der dann nur sich filmt, während er isst. Oh, das war so eklig. Mhm. Der ist ja richtig am Schmatzen und Rülpsen und zeigt das sogar noch so. Hä, guck mal hier, mein Rülpser. Körpergeräusche sind zwar manchmal lustig, aber generell finde ich sie doch eher ein bisschen abstoßend, gebe ich zu. Gerade von Leuten, die ich nicht kenne. Ja, das stimmt. Immer hier, immer. Ja, genau. Voll ein Fahrlass. Oh, das ist nicht gut. Mach das nicht, bitte. Nee. Ich halte mich auch immer ganz gut zurück. Ja, machst du. Ja, aber ich gut, ne? So hebt er sich dann alles für die Pause auf, Leute. Ja, das glaubst du gar nicht. Dann kommt Bruger und sagt, so, bis zum nächsten Mal. Und Maddie dann... Platzt dann erstmal. Oh, moin, was ist denn das wieder hier? Ja, das ist schön, andersrum, ne? Ja, doch ein bisschen geiler. Miep. Leicht. Miep, miep, miep. Oh, oh, oh. Ui. Kann ich ja gar nicht lang. Oh. Oh. Du kannst auch runtergehen. Wo war dann der Stern jetzt hier? Damalige Werkenlehrerin, die dann irgendwann mal meinte, du kannst auch runtergehen. Als ich irgendwie, weiß nicht, What Shall We Do with the Drunken Sailor gesummt habe. Das fand sie nicht gut. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Das war kein Spaß in der Schule. Ja, das Werkraum. Im Werkraum war ja ganz oben, im Dachgeschoss. Und dann sagt sie, du kannst auch runtergehen. Da hab ich gedacht, ja, was soll ich denn da? Wahrscheinlich hat die das genervt. Ich meine, Lehrer sind auch noch Menschen, weißt du ja, ne? Ja, ich weiß. Ach, sind sie nicht. Vor allen Dingen, weil ich ja immer noch einer von den Nettesten da war. Sehen wir mal die Tatsachen ins Auge. Da waren ja Leute. Darfst du keinem antun, ne? Ne, kriegst voll Brechreiz. Ich rech mir nicht auf. Aber das ist nicht normal. Ne, das kriegst du nicht mehr hin, Bruder. Sag das nicht. Ne, ne. Warum scrollt der nicht? Der scrollt nicht weiter. Versuch doch das mal! Ja! Ich fletsche euch alle weg. Das war nicht so gedacht wahrscheinlich, aber... Meinst du? Wayne! Sag das doch nicht. Das muss doch so gedacht sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nein! Nein! Da ist die Münze gar nicht mehr da. Irgendwie war doch hier eine Dragon, also eine Yoshi. Ja, moin! Dragon Moin, war hab keine Zeit. So, und jetzt Reset. Froffel, ja, Froffel, Froffel. Oh, Roffelkopter, warte mal. Warum? Oh. Ich versuch mal was. Ja, ich habe hier gespeichert. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich versuche mal die 5 Leben zu kriegen, Maddie. Ich wette mit dir. Am höchsten Punkt. Nein. Nee, nee, warte, das geht. Das geht. Okay, okay. Glaub's mir, ich hab's auch nicht gedacht. So, Leute. Hier sehen Sie den Bruger mit einem zweifachen Doppeldörersprung und er macht es. Ah, shit. Ich will mal die 50. Das ist wirklich nur 1-2 Frames hier. Er versucht die 50. Nee, oder halt gar nicht. Das war nichts. Nur mal jetzt zur Veranschaulichung, Leute, das geht. Das war wieder die 40. Und 40. Die B-Note ist aber jetzt noch nicht so gut, Bruger. Oh, ja, das war das gerissen. Sag mal, musst du das jetzt alles kommentieren hier, du? Ja, es ist ja hier Sport. Das ist ja jetzt Winterspiele, was du hier machst. Ja, gut, ich krieg's 40? Krieg's ja, versuch nochmal. Aber es geht. Soll ich? Okay. Ja, ja. Nicht, dass wir die Leute hier nerven, ne? Nein, machen wir nie. Ich hab die Uhr gar nicht gestellt. Warte mal, ich stelle mal. Ist egal, stell die ab jetzt. Piep, 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 piep. Nee, reicht nicht. Piep, 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 piep. So. Okay. Piep. Okay. Fiep. Nein. Jetzt wo Brugo. Oh, Mann, Maddie. Ich will das jetzt hinkriegen. Ja, ich weiß. Da bist du Stabhochspringer. Ohne Stab. Nur ein Frame. Das ist echt nur ein Frame. Oh, dit. Hast du gesehen? Die 40 gehen auch. Also gehen auch die 50. Void. Nein. Wird immer weniger. 28. Komm, letztes Mal jetzt. Scheiß drauf. 40! Aber es gibt 50, ich schwör's dir. 50 ja, und ja. 3 Leben gibt's dann. Ja, ja. Miep. Ist so ein Urban Myth Legend. Das erzählt dir immer ein Freund von einem Freund von einem Freund und von einem Freund. Mhm. Der hat das gesagt, der hat das so erzählt. So. Fireground Cave. Bi, 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 bi.
So, ja, wenn ich jetzt oben lang gehe, dann riskiere ich danach noch ein Wasserlevel zu kriegen. Ja, machst du auch, wette ich mit dir. Also, dass du eins kriegst. Ist jetzt schon. Komm, Maddie. Zeig's uns. Ist da gerade. Maddie hat eine Maus im Bild, ne? Was? Das Lied. Oh, 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 oh. Dark World. Meinst du mir mal was, Spassi? Guck mal, es geht immer weiter. Da musst du irgendwie eine Ranke oder so, schätze ich. Ja, oder du bringst dich einfach um und lässt mich wieder. Das ist auch gut. Kann man natürlich auch so machen, Maddie. Ich meine. Ich weiß, Fire Grunt Cave. Oh, guck mal, ist wieder hübsch. Hier ist wieder Mickey Mouse. Hübsch ist hier. Na, schießt du halt nochmal? Oh, ich bin einer von den Habsburger Spatzen hier. Huh? Jetzt voll los auf die Pizza. Maddie, also ich wollte das eben nicht tun. Guck mal. Da ist wieder. Hier. Was? Siehst du? Was ist da? Da ist wieder Arsch ist hier, dass man springt von selbst. Ach so. Das ist wieder dummer Arschlevel. Verarschen ist das nur. Das ist einfach nur ein Anti-Yoshi. Das habe ich jetzt auch gerade gehabt. Hast du gesehen? Hier. Okay, auch wieder Anti-Yoshi. Das ist gemein eigentlich. Hauptsache kein Spaß an Silvester. Ja, es gibt echt nur ein Level, wo du einen Yoshi hast, ne? Ganz am Anfang. Okay. Ah, okay. Also ich glaube, du darfst hier noch nicht in die Dark World gehen. Ja, du hast ein Pi. Und ich wette mit dir, der ist in der Dark World in den Blöcken drin. It hurts when I pee. Oh, Maddie, es tut mir aber leid. Warst du schon mal beim Doktor wegen Gonorrhoe oder so untersucht? Nee, weiß ich nicht, aber... ich müsste eigentlich... War neulich... Was war das? Nine-Gag oder 4chan? Irgendwie so eins von beiden. Das ist schön, weißt du? It hurts when IP, also als Adresse für ein Netzwerk. Ach so. Wie gut. Das ist super schön. Ja, ich hatte auch mal was anderes, aber... Da kannst du dir den Pilz nochmal holen. Diese beiden Gartenzwerge hier, die gehen mir gerade ziemlich auf den Zeiger. Voll nett, guck mal, wie die aussehen. Guck mal, die haben so kleine rote Augen. So. Nett, Baron. Nett, ich bin nett, Baron. Mhm. Ja. Oh, das finde ich gut wieder, dass du hier wechseln musst. Das ist halt immer zwischen hell und dunkel. So ein bisschen. Nee, meinst du, du musst da lang? Ja, ich muss da rüber. Ich muss wieder in die dunkle Welt. Nee, das ist so komisch. Ach, Mann. So rede ich nicht. Ich war nur ein bisschen heiser. Ja. Tut mir leid. Aber das muss ich wirklich. So redet der Foka immer. Der ist total bekloppt, der Kerle. Oh, Scheiße. Das gibt's nicht. Da oben. Ja. Maddie, los, da oben. Ja. Da oben. Da ist noch eine Feder. Oh, da ist noch das und da ist noch das. Und da ist nochmal ein Trampolin. Ein Trampolin, ein Trabampolin. Trabant? Trabant. Was ist mit Mario? Du brauchst ein Cape da unten. Soll das, glaube ich, heißen. Ist ja fancy, aber ich habe jetzt keins. Brauchst du zwei Trampoline. Mhm. Dort ist Bröckelwasser, da stirbst du, glaube ich. Nee. Ja, okay, ist doch normal. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Soll ja ein zweiter Teil kommen jetzt, ne? Was soll ich damit hier jetzt? Muss wieder in die Dark wahrscheinlich. Die Dark World. Oh, weißt du noch? Bester Level, Starland Slime. Ja, weißt du noch? Ja. Willst du dich noch an den Scheiß erinnern, besser gesagt? Oh, das war eine Münze. Das war immer eine Münze. Das war eigentlich eine Feder vorher, glaube ich, in der Dark. Oh, das ist eine Feder jetzt. Jo. Gut. 69 Münzen hat er. Hat er. Tja, weißt du, was ich heute Abend vorhab? Soll ich... Willst du nochmal laden? Ich hab ein Safe gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das noch brauche. Mann, hab ich mich da erschrocken. Der Schrei war auch schön. Das hätte ja jetzt alles zu Ende sein können, Uga. Sehr geil. Ich hab wirklich Angst gehabt. Ja. Geht mir letzte Zeit auch so. Ich erschreck bei Dingen, die eigentlich gar nicht gruselig sind oder die einem Angst machen, aber mir machen sie dann in dem Moment doch Angst. Das ist überraschend. Wie dieses eine Horrorvideo, was du mir geschickt hast. Oh, ist schön. Lights out. Vor allem das Vieh musst du dir mal echt in der Pause angucken. Das sieht voll. Uah. Nee. Spitze Zähne, weiße Augen. Ist schön. Mhm. Oh, nee.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich oben rechts. Ja, ich auch. Fireground Cave. Anti-Yoshi. Das ist nur kein Yoshi, damit du da oben nicht hier rauf jumps. Ja, ich glaube auch. Jetzt kannst du dir mal wieder Level sparen. Oha. Das Arschteil wieder. Hi. Ich habe gerade wirklich einen Moment überlegt, ob Yoshi das viel fressen kann, aber du kommst ja hier gar nicht mit dem Yoshi hin. Der kann das auch fressen, wette ich mit dir. Der kann Feuer fressen. Ist Fire Eater. Da furzt ja auch so eine Flamme raus. Der pupst ja nicht. Der legt Eier. Stell dir mal vor, du würdest immer... Und da kommen dann ja auch Menschen raus dann, ne? Also Yoshis. Ja. Yoshis sind die Viecher. Keine Menschen, die kommen ja von Rügen, aber weiß ja ungefähr, was ich sagen möchte. Die kommen von Rügen, was? Ja, das gibt's ja gar keine Menschen. Sammer! Sammer! Nix gibt's nicht. Ich trau mich gar nicht zu reden, weil ich gerade so ein bisschen wieder... Ja, ich auch, ich verstehe das. Voll und ganz. Ich komme mir ja immer vor wie so ein alter Mann, wenn ich immer so husten und prusten muss. Das ist furchtbar. Kennst du die alten Männer, die immer... Nein! Fehler. Großer Fehler. Nein! Das geht doch so nicht, Bruder. Nein! Oh Gott. Dann auch, wie viel Spaß die haben. Bist du schon mal mit dem Bauch so irgendwo runtergeschlittert? Das tut weh. Ja, wie Sau. Mach das mal im Winter. Ja. Auf dem Bauch mit der Winterjacke einen Berg runter. Ja, viel Spaß. Reißt dir alles auf. Auch unter der Kleidung geht das. Was meinst du, warum die Menschen irgendwann mal einen Schlitten erfunden haben? Damit die nicht auf dem Bauch da runterrutschen müssen. Funktioniert nicht. Das geht so nie. Auf dem Arsch ist ganz lustig. Ja. Da gab es bei uns auch immer bei diesen Lärmschutzwellen, da sind wir mal runter. Teilweise normal auf dem Arsch und teilweise dann auch mit dem Schlitten hinterher, nachdem ich mir mal die Hände da aufgeschrabbelt habe. Kein Spinjab. Ja. Richtig. So, jetzt geht's. Midway? Ja, erstmal hier durch. Oh. Nein. Egal. Nicht. Kraus ist Kraus, ne? Ja. Ja, dieser Baseball-Chuck übrigens, der, ich habe keine Ahnung, in welchem Spiel ich bin, Chuck. Also der verwirrte Chuck, weil normalerweise sind Chucks ja Footballer und er wirft Baseballs, das ist schon nicht richtig. Ich glaube, es sind einfach so die sportlichen Koopas. Respektive hier Fireballs. Respect my authority. Respektive. Ach komm, Blöde. Warum mache ich jetzt, war jetzt doof, ich wollte gar nicht mehr laden, weil Midway ist eigentlich das Ziel. Ja, der Midway ist das Ziel. Ja, ist das. Ist ja fast schon wie bei Gandhi hier. Sag mal. Das war jetzt ganz cool, man kann zwar aufhören jetzt. Das ist jetzt so ein bisschen dein Monotonen, oder? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht. Ich habe gerade 5 Stunden Gothic aufgenommen und jetzt sowas hier. Wie bitte? Wie lange? Nee. 3, 4 so. Alter, so lange kann ich da. Kannst du so lange aufnehmen? Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ach so. Ja. Soll ich mal hier Hölle und zurück? Ja, deswegen ja. Das ist ja auch mit Secret Exit hier wieder, ne? Das heißt, wir müssen das mal wieder, bis einer weint. Ja. Ich wette mit dir, das wäre oben gewesen. Und das ist auch toll, dass du hier den Midway hast, finde ich übrigens. Dass direkt die Feuerwalze kommt von links. Finde ich voll nett. Da unten kannst du runter. Das geht jetzt nach oben, ne? Weißt du, Achtung. Ja, ach komm. Ich sag's dir doch. Das ist ja so. Sag mal, Maddie. Das machen wir nicht auf. Ja, wieso ist der groß? Ich hab gar keinen Yoshi mit. Das bist du groß und nicht Yoshi mit? Okay, cool. Alles jetzt easy. Jetzt rennen in die Röhre. Komm, schnell. Nee. Ah, der war dein Arsch verflammt. Ja. Oh. Jo, jetzt kommen. Ja. Jetzt kommen die Säuger. Ja. 3, 2, 1, los. Zu langsam. Wenn er auch guckt. Nee. Das ist ein Delfin. Meine Nennen Fresse. Sie Orte, wo Sie Delfine finden. Ah. In Lavahöhlen. Kommt keiner drauf. Da kann Werner Schulze-Erdl mal nach Hause gehen.
Ja. 100 Leute haben wir gefragt. Wo finden wir Delfine? Bestimmt nicht. Auf der Speisekarte. Boah. Top Antwort. Hast du eigentlich gewusst, dass Thunfisch wahrscheinlich bald ausstirbt? Wegen Überfischung? Nee, was. Also ich meine freilebender Thunfisch. Das ist ja irgendwie nicht cool. Nee, gar nicht cool. Ich finde, bei Thunfisch, aber da hat man nicht wirklich ein Verhältnis davon, wie groß die Viecher eigentlich sind. Lauflossen-Thun, glaube ich, die sind riesig. Die sind wie Hunde, sind die fast. Ja. Wie so ein mittelgroßer Hund. Oh oh. Ungeduld. Ja. Ist keine Tugend. Fireground Cave macht so viel Spaß. Leute, machen Sie Timesharing. Kaufen Sie hier Ihre Ferienwohnung. Ja. In der Fireground Cave. Ich will jetzt gar nicht dran denken, Matti, was du alles zusammenschneiden darfst für dein Mashup. Machst du überhaupt eins hiervon, oder? Ja, bestimmt. Ja, dann gibt's wieder ein paar Szenen, die ich dann vergessen habe. Eigentlich müsste ich ja eins noch zu Chaos Islands machen. Ach ja. Aber irgendwie war nicht so gut, ehrlich gesagt. Da haben wir viel gemeckert. Mhm. Mecker, mecker, mecker. Ja, hier meckern wir aber auch an der Nase lang. Ja. Ach komm, komm, komm. Dann mach da nochmal den Ditcher und dann bin ich drüber. Jawohl. Jawollo! Matti! Ja! Sauber! So. Ja, sauber! Sauber ist jetzt hier erstmal nicht angesagt! Machst du gut. Das mache ich. Nee, das. Hast du etwa gesaved, Matti? Gehe ich nicht ein. Hast du etwa gesaved? Spring gleich! Ja, der kommt schon. Spring! Wow! Sag mal, er kommt da nur einmal oder was? Ja, das ist auch unsinnig. Der kommt nur einmal. Das ist aber richtig. Oh. 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 Sag mal, das spiele ich doch nicht immer alles nochmal neu bis hierhin. Wer bin ich denn? Natürlich. Du bist doch der beste Hackspieler, habe ich gehört. Okay, warte. Das hast du schon verkackt. Und er wieder. Und dann muss ich da wieder rüber. Ach, da zurück. Ich dachte, dann schaff ich es nicht. So ist das. Den ist auch heiß, weißt du? Deswegen springen die mal raus und gucken. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, Buga. Du brauchst eine Taucherbrille, dann kannst du auch in der Lava planschen. Okay. Und rauf! Nee, das war falsch. Zu spät. Jetzt. Zu spät! Zu früh. Ja, Maddie, das wird nix. Er ist nicht gestorben. So wird das nix. Der lebt noch. Das ist aber auch. Ne? Ja, ist. Kann ich bestätigen. Ist doch irgendwie, ne? Das ist ja schon irgendwie, ne? So. Na, was machst du denn? Nein, diese Timings, die sind aus der Hölle. Ja. Ich weiß nicht, wie das... Aus dem neunten Kreis der Hölle sogar. Ah. Wir sind verdammt so sinnloser froh. Sind wir echt. Aber ich glaube, wenn man das einmal in einem Rutsch macht, ist das besser. Ich versuch's mal. Ja, ich weiß nicht. Okay, so rüber. Na, geht nee. Gar nicht. Siehst du, nee. Du dotzt immer am Kopf an die Decke, so dutz. Nee, da muss ich bis zum Ende fahren und dann darf ich jetzt rüber, ey, das ist... Dutz. Oh. Halte ich immer noch an den ersten, bis der zweite dann wieder nach rechts springt, zurück. Das geht. Das ist schon mit Wasser schwer genug, der Shit hier. Jetzt. Yes. Warte noch, nein. Das geht doch gar nicht. Da musst du schon in der Luft einen Spin machen oder so einen Käse, weißt? Ja, die sagt schon gar nichts mehr. Nee. Nee. Oh, sag mal, wie? Das ist richtig unerträglich. Arsch. Aber ich finde das schön, dass du das machen musst. Kann ich mal einen Schluck trinken jetzt wieder? Machst du gut, Melody, machst du gut. Ich guck grad nicht hin, aber ich sehe es. Also ich höre es. Ich sehe es. Hörst einfach nur, wie ich mich hier beschwere. Ich akzeptiere. Mann, das ist nicht schön. Oh. Heute ist der Tag des Igels. So, der Igel wohnt hier. Der Igel wohnt jetzt hier. Und der geht auch nicht mehr weg. Ich fand das voll lustig. Mir hat jemand in die Kommentare bei... Die geht nach Hause. Mir hat jemand in die Kommentare... Ich will das in meinen Sprachgebrauch integrieren. Oh, Maddie, das war nicht schlecht. Das war fancy, war das. So, wenn ich, jetzt jemanden beleidige, aber nicht wirklich beleidigen will mit Schimpfworten, dann sage ich, das ist ja eine ganz schön krakelige Gestalt. Das ist... Finde ich voll gut, krakelig. Ja, krakelig war für mich immer so im Kindergarten, Leute, die nicht malen, das ist schön. Ja, aber das ist auch ein gutes Adjektiv. Du bist voll krakelig.
Ich fahr mit. Oh, nee, ich fahr doch nicht. So, ich fahr wieder. Bleib mal auf dem Block, ist gleich besser. Ist besser. Jetzt besser. Nee, ist nicht. Maddie, bist du etwa gerade am Schluchzen, oder? Ich weiß nicht, was in meiner Let's Play-Karriere schlimmer war. Das hier oder als bei der Nuzlocke-Flöte gestorben ist? Was? Ist ja schon alles krepiert jetzt, oder? Ist mir schon eins krepiert. Oh. Meine, schaffst du das gar nicht? Das wäre schlimm, glaube ich. Meinst du, schaffst du die Challenge? Natürlich schaffe ich die, aber das hier schaffe ich nicht. Guck mal, was die auf dicke Grübchen haben. Hast du ja gesagt, das Spiel ist blind, oder nicht? Nee. Das ist ja ein Remake von den alten Versionen. Ach so. Die ich blick da eh nicht mehr durch, gibt ja eh Zehntausende. Ja, gibt's auch. Ich blink hier auch. Okay, ich mach jetzt erstmal. Geht's auch. Nein! Morgens um 12 wach ich aus dem Koma auf. Was? Auf. Sofort stellt sich die Frage, was ich wohl. Ich kenn nur, ich stehe morgens auf, es ist 2:30. Die Birne tut mir weh, ich könnte speichern. Ich könnte speichern, das wäre auch gut. Ja. Ist gerade ein Mysterium, wie ich den Sprung hier schaffen soll. Ich glaube, da musst du wieder zurück und dann. War schon. Fimschig mal wieder. Ja, was passiert? Diese Block. Ich will ja auch so ein bisschen wissen, was da drin ist, ne? Wenn das nur eine Münze. Ich glaube, das kann. Ja, das ist verarsche. Vor allem ist der dann stationär und das wäre, glaube ich, nicht so geil. Oh. Ich muss mir das echt bei anderen Let's Playern angucken. Ich glaube nicht, dass die das hier so ohne weiteres. Die sind da bestimmt auch ein bisschen geraged. Muss. Du kannst bei sowas nicht ruhig. Ja, aber du kannst es bei Rau kaum angucken. Wer kann das? Der Mann, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, richtig. Ja, will man ja nicht immer. Ich habe den in der Playlist. Also, das finde ich ja so ätzend. Der hat keine Playlists. Ich habe mir die alle jetzt einzeln rausgesucht und habe mir die auf später ansehen gelegt. Und jetzt habe ich meine eigene Playlist. Ich mag so Leute nicht, die zu faul sind, eine Playlist anzulegen, ernsthaft. Also die Art mag ich nicht die Person an sich. Nee, das stimmt. Wer gemein, welcher vorurteilsbehaftet. Wie? Alter, was ist spannend. Ja, oh, den hättest du geschafft. Aber so hätte ich ihn geschafft. Den hättest du geschafft jetzt. Der ist er. Ich muss dazu. Ich muss irgendwie nach rechts und dann muss ich zurück. So. Habe ich. Klasse. Jetzt kann ich von hier jetzt, warte, jetzt den mitnehmen und dann müsste ich es schaffen. Vorspringen. Ja. Dann schaffe ich es aber. Eben sah es aus, als würdest du auf ihm reiten und dich freuen. Ja, nicht wirklich freuen, aber. Irgendwie sah es gerade aus, als würde mir das Spaß machen, ne? Oh. Halte ich für ein Gerücht. Aber dann muss ich eben kurz drauf und dann nochmal hoch. Gleich wieder springen, ja. Gleich wieder. Oh Mann, Roger, das ist scheiße. Machst du, ja, mach ich. Ja, tut mir leid, wenn ich hier ein, zwei Fehler mache. Mann! Leck mich doch! Ich hoffe, es zählt jemand mit, wie oft wir saven hier. Oh ja, Maddie! Spring! Das war jetzt aber zu spät. Ich will dich ja nicht wahnsinnig machen. Ich stelle nur fest. Das war zu früh. Okay, das ist mies jetzt. Nee, das war wegen früh. Deswegen der Decke. Zu wenig. Ja, ich glaube, ich muss mal hin und her fahren mit dem Vieh. Und dann ich glaube auch, das ist wieder ein ganz anderes. Wie du sagst, entweder sofort beim ersten Mal oder halt gar nicht, weil das ist irgendwie komplett verhunzt von den Timings. Ich wette mit dir, wenn es gepatcht ist, die ROM, oder auf dem neuen, dann sieht es ganz anders aus. Bei den Timings. Da kannst du wahrscheinlich genauso, dass es durchgeht einmal. Wette ich mit dir. So, jetzt schon rüber. Jetzt. Oh, Mist. Ja, dann wäre ich aber oben an der Decke hängen geblieben. Hängen geblieben. Kannst auch nicht mehr reden, ne? Das geht mir auch so. Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich bin doof. Ich verstehe das schon, dass mal irgendwelche Leute sagen, Maddie, du redest immer nur Scheiße. Ja, ich weiß, dass ich das tue, aber ich habe ja auch. Warum wir mit Absicht, haben wir schon gesagt. Denn erhärtetes Sozialbewusstsein. Weißt du das eigentlich? Das ist hier schrecklich. Ich muss auf diesen dämlichen roten Delfin springen, der dann mich auch noch so grenzibil anguckt mit seiner Taucherbrille. Und was ist? Macht das Spaß hier? Nee. Aber ganz ehrlich, Maddie, wenn ich sehe, was manche, die sowas sagen, für eine Rechtschreibung haben, dann will ich gar nicht wissen, wie die reden. Was die so für Satzbauten von sich geben. So pass auf, Bruder, jetzt ist hier fancy angesagt. So. It's fancy. Ja, siehst du mal, ein bisschen. Doch. Huch, die Eier zeigen. Oh, komm jetzt hier.
Das war ich sogar genauso. Das macht Spaß, ne? Meine Mutter guckt so spannende Filme, ne? Das ist voll schlimm. Deine Mutter guckt bestimmt auch das hier. Und dann hat sie Angst. Was macht die? Nee, die wird doch ja! Ja! Das ist best. Jetzt kommt Lucky Two mit der Angel gleich, der andere da, der Geist. Ja, Lucky Two. Lucky Two hat Sack gesoffen. Oh ja, genau. Das ist schön. Leckt mich. Ja, ja, Manny, ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Mhm. Weil sonst kriegen wir hier noch einen ganzen Rappel heute. Ich glaube, sonst kannst du mir die Zähne entfernen hier. Ja. Aber mit Anlauf. Einfach so schön mit dem Hammer ins Gesicht und durfts weg sind sie. Mit so einem kleinen Schmiedehammer, weißt du? Ganz ja. Kurz, kleinen, so Goldhammer. Bling, 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 bling. Das auch so. Spaß macht. Jeden einzelnen so ding, 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 ding. Geht viel langsamer und tut mehr weh. Na gut, Leute. Nächstes Mal wieder in der Fireground Cave mit Maddie. Das ist doch ein bisschen Liebe da. Ja, und die hat einen zweiten Ausgang, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.